mir ein sehr sommerliches Make-up. Ich und Mira von Funny Pilgrim haben entschlossen, ein Kollaborationsvideo zu machen. Wir haben gedacht, wir machen beide ein Schminktutorial und wir haben gedacht, wir lassen uns mal so richtig von Sommerfrüchten inspirieren. Also ich habe jetzt das eine Look, ich habe mich von Wassermelonen inspirieren lassen und Mira von Funny Pilgrim macht einen Zitrusfrucht-Look. Wenn ihr das erste Mal jetzt auf meinem Kanal seid durch Miras Video, dann wollte ich natürlich euch erstmal herzlich begrüßen. Mein Name ist Julia und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, weil ich mache auch ab und zu Videos auf Deutsch. Da seht ihr jetzt mal das Augen-Make-up ganz nah. Also das Rot ist hier natürlich das Fruchtfleisch von der Wassermelone. Dann habe ich hier so ein paar schwarze Pünktchen gemalt. Das sollen natürlich die Kerne sein. Und hier unten habe ich die Rinde mit dem Grün. Also ich denke, es lässt sich ganz gut erkennen. Ich hoffe natürlich, dass euch der Look gefällt und wünsche euch erstmal viel, viel Spaß beim Video. Als erstes habe ich ein Lidschattenbase appliziert. Das hilft, dass die Lidschatten gut haften und dass die Farben so richtig zur Geltung kommen. Mit einem matten, hautfarbigen Lidschatten habe ich mir erst einmal das innere Lid und unter den Augenbrauen abgepudert. Das hilft nachher, die Farben spielend leicht zu verblenden. Mit einem flachen Pinsel habe ich einen knallroten Lidschatten aufgetragen. Ich konzentriere mich hier auf das äußere Lid. Hier möchte ich einen sehr gesättigten Farbabgabe erzielen, also presse ich die Farbe an, anstatt sie zu verstreichen. Die rote Farbe sollte am Wimpernkranz am intensivsten sein. Danach verblende ich erst einmal mit einem weichen Pinsel. Ich trage hier kein weiteres Produkt auf, sondern versuche bloß die Ränder vom roten Lidschatten mit dem hautfarbigen Lidschatten zu verblenden. Auf dem unteren Wimpernkranz trage ich einen grünen Eyeliner auf. An der Kante ziehe ich die grüne Farbe mit Hilfe eines Schrägpinsels leicht nach außen. Danach verblende ich den Eyeliner. Das dient nachher direkt als Lidschattenbase. Meine Wasserlinie decke ich ebenfalls mit dem grünen Eyeliner ab. Auf der inneren Seite trage ich nun einen giftgrünen Lidschatten auf und verblende es leicht nach außen. Auf der äußeren Seite nehme ich ein etwas dunkleres Grün und verblende die Farben nur dort, wo sie aufeinandertreffen. Ich ziehe mir einen Lidstrich mit etwas schwarzen Gel-Eyeliner. Dazu habe ich ein ausführliches Video, wenn es bei euch nicht so gut klappt und ihr vielleicht ein paar Tipps dazu möchtet. Aber ich muss sagen, dieses Mal ist es mir auch nicht so gut gelungen, aber naja, ich bin halt auch nicht immer perfekt. Um die schwarzen Kerne nachzuahmen, habe ich kleine Pünktchen in unregelmäßigen Abständen mit einem flüssigen Eyeliner aufgetragen. Hier habe ich die Kerne auf das äußere Drittel fokussiert. Danach die Wimpern oben und unten tiefschwarz tuschen oder man kann auch falsche Wimpern aufkleben. Und voilà, das fertige Augen-Make-up. Auf den Wangen wollte ich es eher dezent halten, also habe ich hier zwei Blushtöne auf dem Pinsel etwas vermischt und danach sehr leicht aufgetragen. Die Farbe sollte das Augen-Make-up unterstützen, aber nicht zu stark wirken. Ich finde, ein wenig Highlighter auf die Wangenknochen sieht bei diesem Make-up speziell gut aus und lässt das Gesicht strahlend und frisch aussehen. Für die Lippen wollte ich einen saftigen, glossy Look, als hätte ich gerade ein Stück Wassermelone gegessen. Ich glaube, ein deckender Lippenstift würde hier etwas plump wirken.
Deshalb habe ich einen rötlichen Lipstain auf die Lippen gepresst und danach mit verschiedenen Tönen von Creme Blush noch etwas nachgeholfen, bis ich die erwünschte Farbe hatte. Durchsichtiges Gloss lässt die Lippen richtig sommerlich und saftig aussehen. Und fertig! Ich hoffe, euch hat's gefallen und schminkt den Look mal nach. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auch auf Facebook und Twitter vorbeischaut. Auch über einen Kommentar würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Danke nochmal fürs Zusehen und viel Spaß bei Funny Pilgrims Video. Ich verlinke natürlich alles unter diesem Video in der Infobar. Tschüss, meine Süßen, und bis nächstes Mal.